Er war ein Revolutionär. Er taucht sozusagen unter dem Jugendstil weg und kommt auf der anderen Seite im Sinne des neuen Bauens wieder zum Vorschein. Die Zeit des Ornamentes aus Blüten und Weibern ist vorbei. Dieser Sprung ins Neue, das ist auf jeden Fall eine Art Vermächtnis. Der Beginn der europäischen Moderne. Ein Mann will neue, klare Formen in der Architektur und im Design. Doch er ist seiner Zeit damit weit voraus. In Thüringen erlebt er die wichtigste Phase seines Schaffens. Zum 150. Jahrestag seiner Geburt können Sie hier seine Ideen erleben. Die Ideen des Henry van de Velde. Die Villa Silberblick im Süden Weimars. Im August 1900 stirbt hier der geniale Philosoph Friedrich Nietzsche. Seine Schwester Elisabeth will das Haus zu einer Kultstätte umgestalten. Sie verpflichtet dafür den belgischen Architekten und Designer Henry van de Velde. Die Gestaltung des Nietzsche-Archivs ist der Beginn seines Schaffens in Weimar. Vom Türgriff bis zur Ofenverkleidung, jedes kleinste Detail hat van de Velde selbst entworfen. Van de Velde ist ein Mediator gewesen, ein Katalysator am Beginn dieses Jahrhunderts. Er hat die Moderne nach Weimar gebracht. Mit dem üblichen Prunk der Zeit hat das Gebäude der damaligen Weimarer Kunstschule nichts mehr gemein. Van de Velde kreiert eine neue, klare Formensprache. Die geschwungene Linie wird zu seinem Markenzeichen. Wie hier im Treppenhaus des Kunstschulgebäudes in Weimar. Es gibt ja so ein wunderbares Zitat von ihm. Die Zeit des Ornamentes aus Blüten und Weibern ist vorbei. Und das zeichnet im Grunde auch so ganz prägnant seinen Stil aus. Auch das Design von Alltagsgegenständen will er radikal modernisieren. Die Betriebe, wie hier in Bürgel bei Jena, stecken in einer schweren Krise. Van de Velde entwickelt moderne Designs für die Töpfereibetriebe. Mit Erfolg. Die neuartigen Kannen, Tassen und Teller finden wieder Absatz, sogar im Ausland. Van de Velde gab einen Impuls, der aufgegriffen wurde. Und Bürgel ist damit zu einem Zentrum der europäischen Jugendstilkeramik geworden. 1906 entwirft van de Velde eine Villa für sich und seine Familie. Das Haus Hohe Pappeln. Er gestaltet es nach dem Prinzip der Zweckmäßigkeit. Ein einzigartiges Gesamtkunstwerk entsteht. Zeitgenossen mit Weitblick erkennen den Wert seiner Ideen. In Jena wird er für den Entwurf eines Denkmals für den industriellen und Sozialreformer Ernst Abbe beauftragt. Mutiges Design und gewagte Architektur, das war schon früh sein Credo. 1902 entsteht in Chemnitz eines seiner ersten Gebäude, die Villa Esche. Tapeten, Möbel, Verkleidungen, selbst das Essbesteck hat van de Velde gestaltet. Er arbeitete mit den teuersten Werkstätten, mit den besten Künstlern zusammen. Da gab es überhaupt keine Kompromisse. Das gilt auch für Haus Schulenburg in Gera, eines der letzten Bauwerke van de Veldes in Thüringen und eines der schönsten. Das Zeitalter der Moderne bricht zaghaft an und Henry van de Velde ist einer seiner Wegbereiter. Er taucht sozusagen unter dem Jugendstil weg und kommt auf der anderen Seite im Sinne des neuen Bauens und modernen Designs wieder zum Vorschein. Mit Ausstellungen an allen wichtigen Wirkungsstätten wird 2013 an van de Velde erinnert. Vieles von dem, was er in Thüringen und in Chemnitz erschuf, wird neu präsentiert. Vom monumentalen Hochschulbau bis zum Essbesteck. Man wird sehen, in welcher überwältigend kreativen Weise dieser Mensch eben nicht nur, wie wir das heute kennen, mal ein tolles Haus gebaut hat, sondern wie er dieses in den Zusammenhang gestellt hat, unter dasselbe Gestaltungsprinzip.